Moin Moin und willkommen zurück, ich bin's, der Schanden, und wir spielen weiter Asgard 2. Wir befinden uns immer noch in der Höhle vom Skorpionkönig, keine Ahnung, was es sein soll, und müssen jetzt dieses Rätsel lösen. Das heißt, wir müssen wieder irgendwie irgendwo hinkommen, Löcher stopfen und was es so gibt. Wir müssen mal gucken, wo wir hin sollen. Da ist eine Truhe nur, das ist jetzt nicht ganz so super wichtig, aber das da hinten brauchen wir, glaube ich. Das heißt, wir müssen einmal rund zurückgehen. Unser cooles Viech muss hier mal so einen Stein wegrödeln. Ist die Frage, wo, ne? Ah, nee, da nicht. Quatsch. Wo ist denn das gewesen? Da. Also den wegmachen? Bis hier hin. Genau, nur das Ding da hinten noch holen. Wo das immerhin hin soll, wissen wir nicht. Aber es muss auf jeden Fall. Warum ist noch so ein Ding? Also ich habe so viele von diesen Dingern. Weiß ich, wohin mit der ganze Scheiße. Ich kann sie da nicht reintun. Seht ihr das? Was denn da nicht rein? Für irgendwas sind die. Die sind gut hierfür, ja. Wenn die hier gut sind, weiß ich eigentlich noch nicht. Nun gut, aber das ist auch Schnuppe. Wir können jetzt erstmal diese rosanen Dinger können wir machen, weil wir von hier hinten irgendwie hochdrehen können. Machen wir mal. Ich kletter erstmal hier hoch. Okay. Da muss was rein. Hier vielleicht? Zu. Über hier. Es muss natürlich hier irgendwas hin, ne? Am besten der Stein vielleicht. Ja, dann geht's da hoch und dann geht's da. Okay. Wir kennen es. Einfach hoch. Okay. Zeit, meine Krallen zu schärfen. Alter. Instant tot. Hier, warte. Müssen wir hier hin? Hier irgendwas? Da können wir nichts machen, ne? Das ist nur so ein Stein da unten im Weg. Der ist aber für nichts Gute. Ja, gut, oder? Nicht. Da kann man dieses Ding auch noch in die Richtung schieben, denn der Stein hält hier auf. Trotzdem. Ich gerne tun, dafür müssen wir das Ding nicht stoppen. Nein. Ohne mich werde ich verloren. Gut. Verlass die Höhle über die Fluchtroute. Was ist denn die Flucht? Okay. Hier sind wir schon mal richtig, glaube ich. Da müssen wir. Ah, warte mal. Ne, warte. Mach den weg. Gehen wir hier hin? Natürlich! Ich will nicht hier hinsetzen, ne? Nee. Okay, das ist auch kein Problem. Mich runter!
Okay, jetzt haben wir hier was hingetan, aber da kommen wir ja nicht einfach rüber. Was denn ein Stein ist? Ja, hier, können wir den da rüberschieben? Okay, warte mal. Ja, verstehe nicht ganz. Warte mal. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Jemand muss es ja tun. Hier fehlt doch was. Man da irgendwas hinsetzen kann, oder? Nicht verkehrt. Kann man aber nicht. Das ist ja a little bit crazy, also. Wenn man diese Dinger noch da hat und die irgendwo ransetzen kann, kann ich sagen. Na, ist, ne? Ja. Okay. Das ist auch nur zum Schieben hier. Ah, guck mal hier. Ah, jetzt war ich. Okay. Warte mal. Der passt dahin, okay. Was ist denn noch für eine Fluchtroute? Warte mal. Hier, komm mal hin. Aber wie kommt... Ah, okay, wir können jetzt theoretisch da weitergehen. Jetzt kann man ja auch schieben, okay. Aber wir müssen auch noch runterkommen. Wie kommen wir denn da hin? Okay, warte mal. Ihr schafft es. Ich nicht. Ah. Gut. Wir müssen eigentlich nur hier durch. Okay. Okay. Aufmerksamkeit. Sogar zu viel Aufmerksamkeit von mir. Also nebenbei. Das war ja dumm. Hier. Bam, 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 bam. Okay, da kann ich jetzt nichts sehen. Da müssen wir mit Glück mal fliegen. Mehr Glück. Also, was muss ich jetzt nicht da sehen? Und? Ah, das Kätzchen ist auch immer so schnell bei mir. Das finde ich ganz cool. Und den Weg. Brauchen wir nicht. Das war mit Schwert. Ja.
Ah, okay. Warte. Ob meine Wasserfall? Und jetzt? Ich in die Hand. Ab und zu ertappt man sich dabei, wenn man sich wirklich so nach hinten lehnt oder nach vorne, um da ranzukommen. Das ist nicht der Quatsch, ne? Nur so nebenbei. Ja, in die Richtung, ne? Ja, wird den aktiviert. Kann ich hier hinten mal erwischen? Hat sich's gelohnt? Ich glaube nicht. Da ist ein Weg längs. Müssen wir hier rein? Ah, jetzt können wir zurückkommen. Gehen jetzt mal hier rein. Hier mal reinkommen auch mal. Jetzt kann ich jetzt so ziehen, das merkt man sonst. Ja. Oh, ich glaube, das ist dein Kollege, den hören wir da. Ah, jetzt finden wir den Kollegen, okay. Oh, er kämpft ordentlich, ja. Alter, bringt die alle um. Was machen wir? Ich kann hier zugucken. Das wird sich zeigen. Ha! Ehrlichkeit! Wenn euch mein Bruder geschickt hat, ist das die Hilfe, die ich brauche. Sagt ihm, er soll sich den Krähen opfern, der Feigling. Er sagte, ihr werdet verärgert. Ich sollte euch ignorieren. Auch wenn ihr das wollt. Wartet! Ihr habt meinen Bruder getroffen, ha? Huh? Geht es ihm gut? Ihr traut mir nicht? Vielleicht schickt er euch, weil er nicht selbst kommen konnte. Oder ihr habt ihn erledigt und wollt das Gleiche mit mir tun. Aber das wird schwer. Ich kämpfe besser als er. Zieht euer Schwert, fordert mich heraus. Es steckt Kampfgeist in euren Worten, doch auch in eurer Kämpfe. Was sagt man dazu? Sieht aus, als könntet ihr euch jetzt beweisen. Nicht jetzt. Wir brauchen das vielleicht später noch. Oh, komm. Geht's gut.
Scheiße. Will das jetzt nicht verschwenden. Geschmack mochte ich noch nie. Oh Mist. Verdammt. Verdammt. Entschuldigung. Das habe ich gebraucht. Nur aufpassen. Oh, das ist genau das Richtige. Ja, der ist manchmal schon zu hart, da muss ich ein bisschen aufpassen. Anders kämpfen. Und das wir alles normal machen, ne? Das ist immer das Blöde. Aber ich glaube, ich habe alle meine. So, bevor wir da reingehen und den platt machen, gucken, ob wir uns stärken können. Also erstmal muss ich mein Inventar auffrischen. Ja, nehmen wir mal den überragenden Halt, haben wir 5 Stück von. Hauen wir da rein. Und Stärkungstrank. Mit rein. Wiederbelebung haben wir so genug von. Ja. Göttlicher Trank, der braucht manchmal eine kleine Stärkung. Dieser Trank stellt göttlichen Schutz wieder her, um der an euren Mund zu führen. Okay, machen wir auch mal mit. Wenn wir müssen uns im Stroh bereiten. Der macht den Feuerschaden höher. Das wäre nicht schlecht für unsere normale Waffe. Gut. Eure Freundschaft zum Freischalten. Achso, egal. Gut, das haben wir alles. Jetzt können wir, glaube ich, mal reingehen und sehen, ob wir das jetzt besser hinkriegen. Falsche Richtung. Mal gucken. Das wollt ihr mich mit Spannung töten? Oh, wollt ihr ein. Was sagt man dazu? Sieht aus, als könntet ihr euch jetzt beweisen. Endlich etwas Spaß. Habt ihr etwas zum Runterspülen? Danke. Danke. Oh, große Gott. Ihr braucht. Später noch.
Drauf kommen, bitte. Ich fühle mich bereits stärker. Oh. Das ist schon besser. Es ist betäubt. Beeilt. Steigt auf die Bestie. Ja, ist doch klar. Ich hab mich nicht ausgelehnt. Nein! Wieso kann ich nicht weglaufen? Das ist nice. Ich fühle mich bereits stärker. Trete zurück. Ich hasse das Zeug, aber es wird wohl gehen. Oh, ich sehe nicht. Oh. Stärker. Ich hasse das Zeug, aber es wird wohl gehen. Oh. Albert, der ist gar nicht mehr rund. Cool. Vor allem hab ich alles verloren jetzt, ne? Endlich. Das ist alles weg. Scheiße, Alter. Mein Gott. Ich werde ganz einstellen, dass wir noch stärker werden. Ich teste mal. Wagner Heiltrank, Trank zur Inspiration. Gemüsespieß, Stärkungsgetränk haben wir drin. Dem hier ist auch nicht so schlecht. Endlich Dauerausdauer. Das drei, ich bin kackt gerade. Okay, so gehen wir raus hier. Dann gehen wir auf Fertigkeitsbäume. Wo wir 17 Punkte rausgeben können. Und dann, was ist das denn hier?
Parieren von Angriffen mit dem Schild von Manu gewährt. Ah. Gut. Diese Fertigkeit ist voll. Was war das? Okay. Was? Freistreichen die 15. Okay. Werft Objekte mit dem Greifhaken-Patch des Waffenbarkum. Okay, was ist das? Indem ihr den Stachel vom Barkum gleich den Zorn aufladet. Was soll man machen? Könnt ihr es schon spüren? Darüber zu gebieten. Ihr habt gewählt. Wir hätten auch hier was machen können, fällt mir gerade auf. Müssen wir beim nächsten Mal machen. Gut. Wir hätten auch mal verstärken können. Auch beim nächsten Mal. Nochmal. Nochmal die ganze Scheiße, Alter. Dann muss man alle Gegner bewegen, das nervt am meisten. Wollt ihr mich mit Spannung töten? Was sagt man dazu? Sieht aus, als könntet ihr euch jetzt beweisen. Noch nicht erledigt. Kostet meine Klinge. Oh, schon mal eine Quest erledigt, auch nicht schlecht. Darauf habe ich gewartet. Meine Lehrer stehen eurer Schuld. Ich hasse das Zeug, aber es wird wohl gehen. Das wird nicht leicht. Schwingt euch auf den Rücken. Wie denn? Komm schon. Das ist blöd jetzt. Ja, das war's. Oh, vor allem verliert man alle seine Sachen. Das ist kackt. Wo waren wir? Krasser Typ. Noch zwei überragende Heiltränke, Stärkentränke. Ausdauertränke, das ist doch kacke. Ich kann meine Projektor benutzen. Haben wir doch alles schon gesehen. Muss ich mal gucken jetzt. Ach bitte. Das wird sich zeigen. Sollte nicht allzu schwer werden. Was sagt man dazu? Sieht aus, als könntet ihr euch jetzt beweisen. Hm?
Und das Schild wird hoch. Schwert. Ah, ist okay. Ach, Quatsch. Komm schon, kämpf mit mir. Müssen, wenn ich ihn reiten kann. Habe ich nicht ganz verstanden. Ignoriert mich nicht. Mist. Wollt ihr mich mit Spannung töten? Nicht dieses Mal. Was sagt man dazu? Holen wir die ganze Scheiße nochmal. Sieht aus, als könntet ihr euch jetzt beweisen. Das für später auf. Nicht jetzt. Wir brauchen das vielleicht später noch.
Findet seine Schwachstellen, indem ihr pariert. Oh, ja. Mist. Ich bin total schlecht im Parieren anscheinend. So, da sind wir wieder zurück. Und ich musste ein bisschen die Einstellung ändern, denn leider ist mir das abgeraucht, wie ich das Video voraufgenommen habe. Deswegen nehme ich es jetzt mit der internen Kamera auf und wir schauen mal, wie das so ist. Da habe ich sogar das Anti-Shake eingestellt. Das sollte nicht ganz so wackelig sein. Aber ja, gucken wir mal ganz kurz. Ich war mal. Obwohl, nee, muss ich gar nicht. Gut, versuchen wir jetzt, überspringen wir kurz die Scheiße hier und dann geht's direkt zum Kampf. Was sagt man dazu? Der ist recht schwierig, finde ich, aber wir schauen mal. Ja, ich beweise mich schon, keine Angst. Ich muss das Parieren ein bisschen besser können. Mal gucken, ob ich es besser hinbekomme. Das wäre schon gar nicht schlecht. So. Diese links und rechts, diese Balken, die immer zwischen uns steht, das liegt daran, weil er dieses Entwackeln macht. Das macht er direkt intern im Headset von der MetaQuest 3. Ja. Oh, da Viech da. Genau. Ja. Genau, die kommen ab und zu. Seht ihr, das wackelt so raus. Aber dadurch sollte es ein ruhigeres Bild geben. So. Ach, die scheiß Fußgänger. Mist. Piss dich, du Spack. Gut, unsere Katze hilft uns ja mal ein bisschen, wenn man sieht. Nicht die schnellste Katze, aber eine gute Katze. So, die Skorpione machen auch nochmal scheiß Blatt. Wir warten eigentlich auf den Big Boss. Da kommt auch nochmal der grüne Heini, genau. Oh, das war dumm. Ja, für das Entwackeln sieht man auch, zoomt er so ungefähr so 6% ran. Das heißt, er schneidet links und rechts von oben und unten was ab. Aber ich finde, das gibt der Qualität des Bildes besser. Huch. Oh, hat sie ihn schon was weggenommen. Das war gut. So, das Blocken muss ich üben. Blocken, blocken, blocken. Ob ich das hinkriege? Parieren meine ich. Blocken. Oh, da muss ich weg. Rot geht gar nicht. Jetzt hat er das Schwert weggeballert, der Assi. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich kann ausweichen. So ein Spast. So, jetzt haben wir ihn gleich schon das Schild weggenommen. Und dann können wir auf jeden Fall auf ihn reiten. Ja, komm, noch ein, zwei Schläge. Jetzt haben wir ihn. Okay. Oh, komm, bist du dicht dran, bist du dicht dran. Oh, ich bin zu dicht dran. Jetzt geht's. So, mit ihm können wir jetzt die Leute umhauen. Das ist ganz cool. Aber ich kann ihn aber irgendwie nur einen Schlag auf den Kopf versetzen. Das ist ein bisschen ätzend. Da seht ihr, das ist eigentlich nur ein Schlag und dann schmeißt er mich immer runter. Der Assi. Ah, fuck. Oh, das war nicht so gut. Ausweichen. Oh, fuck. Hat er mich getroffen. Jetzt muss das Schwert noch wieder holen. Ich krieg's nicht immer rangezogen. Ich versuch's ab und zu und dann klappt es. Ab und zu klappt's nicht. Oh, ausweichen. Oh, mein Gott. Er kommt, er kommt. Parieren. Nee, das war dumm, da hatte wir den roten Schlag. Dieser Spacko, ey. Nicht jetzt. Oh. Wir brauchen das vielleicht später noch. Oh, Gott, Gott. Na, das glaube ich wird nichts mehr. Ich glaube, der macht mich platt. Ja, so. Ich habe mal vorgespult. Wir machen beim nächsten Versuch. Das wird sich zeigen, dem ihr sprecht. So. Nochmal die ganze Scheiße. Sieht aus, als könntet ihr euch jetzt beweisen. Ich beweise mich auf jeden Fall. So, haben wir jetzt noch nicht platt. Das ist ja eigentlich nur ein Schwertfutter hier. Oben sitzt er schon, warte. Ach, ist immer dumm. Aber zu treffen, nämlich immer so ungünstig. Und nicht schnell genug, nicht schnell genug hauen. Oh, der hat ihn auch gekillt, das ist schon mal gut. Hier habe ich auch ein paar Punkte gegeben im Fettkettbaum. Muss man auch mal sehen. Eigentlich verkehrt.
So. Ich wurde gefragt, wie ich das spiele. Also ich spiele das wirklich im Sitzen. Ich sitze auf dem Stuhl und der Stuhl ist fest. Kein Bürostuhl nehmen mit Rollen, das ist aber tödlich, weil man rollt doch irgendwie und rammt sich dann in die Hand entgegen. Oh, ich habe mir meine Hand schon mal voll gegen den Schrankwand geknallt, also gegen das Sideboard. Das war dumm, weil mir der Rollstuhl oder der Bürostuhl dahin gerollt ist. Deswegen habe ich jetzt einen festen Stuhl, da kann ich rutschen und man kann sich zwar drehen, aber nicht zu viel, ne? Das ist eigentlich ganz gut. Man kann es natürlich auch im Stehen spielen, aber im Stehen finde ich doch ein bisschen nervig, weil man dann irgendwann doch die Kontrolle verliert vom links, rechts drehen. So, jetzt machen wir einen. So, da hast du ja die Affe. Genau, davon müssen wir mehr Treffer landen natürlich. Gucken, ob wir das hinkriegen. Oh, da hofft er. Und nochmal. Ah, oh, da ans Knie. Oh, das findet er gar nicht gut. Und da kommt nochmal. Oh, weg. Ausweichen. Das Ausweichen muss man sich mal aufsparen, gerade für diese roten Schläge. Oh, da kann ich nicht so viel machen. Oh, da hat er mich. Aber jetzt kriegen wir nochmal. So, jetzt reiten wir nochmal. Was ist denn? Ja, los. Ich versuche es. Sind noch irgendwo Gegner? Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Da, da, da. Ah, Mist. Hat doch erwischt. Jetzt raufhauen. Ja, guck mal. Ich schaffe immer nur ein, zwei Schläge. Dann ist Schluss. Das ist doch nervig. Oh. Aber ich muss zugeben, das Bild ist wirklich so um einiges schöner, wenn man das intern aufnimmt, finde ich. Könnt ihr mir mal sagen, ihr habt jetzt gesehen, wie das vorher aussah, wie es dann aussieht, und auch ihr könnt mir mal sagen, wie die Tonqualität ist, weil ich muss das nicht vorher ja separat anschließen und nachher zusammen finden. Müsst ihr mal schauen, ob das okay ist, oder ob ihr sagt, nee, das war vorher alles besser. Aber das Aufnehmen ist um einiges cooler so, finde ich, als das Bild ruhiger ist. Na klar. Mist, der Typ, der ist aber auch. Okay. Das nervt schon, wenn der da. Aber ob das Bild ruhiger ist, so für euch auch. Ich finde es ruhiger. Klar, diese schwarzen Balken taucht immer so ein bisschen auf. Das stört mich gar nicht so sehr. Solange ich dieses Gewackel immer habe, ne? Und die Schlange habe ich mal als Fertigkeitspunkt bekommen. Mit dem Ball. Oh, gibt's doch gar nicht. Warte mal. Also jetzt aber nochmal, komm her. Und jetzt der letzte. Oh nein, weg. Da haut er wieder rot zu, ne? Jetzt mal. Oh, fick. Warte. Und mein Schwert wieder. Mein Schwert. So. Jetzt. Yes. Oh nein. Ah, da jetzt. Ah. Es ist betäubt. Beeilt. Steigt auf die Besten. Okay. Ach so. Ich krieg den hier erwischt, da die Affen. Der lenkt sich echt bescheiden, um sich zu geben. Okay. Hat ja nicht mehr viel Leben. Vielleicht schaffen wir es jetzt ja nicht mehr. Okay, okay, okay. Oh, so ein Affe, ey. Komm her. Warum macht er das denn jetzt? Oh. So. Ja. Und das kann ich. Ah. Ach, Quatsch. Ich kann den Arm abhauen. So ein Lakai. Jetzt hat er verloren. Jetzt hat er noch einen Arm. Oh, okay, er dreht trotzdem sehr durch. Oh. Was ist er denn für ein Typ, Alter? Kann ich da oben noch mal? Oh, ist halt mir schwer. Kann ich da oben noch mal in den anderen Arm auch abpacken? Warte, muss ich gleich mal gucken, wenn er es nochmal macht. Das ist so schwer. Warum es nur dunkel wird, das liegt daran, weil ich das Lenkding runterdrücke. Zu doll. Also den rechten Stick. Und jetzt mal dunkel, weil es irgendeine Funktion hat. Boah, ich kann gar nichts sehen hier, weil so, der ist so schnell. Oh, so ein Affe. Schon wieder das Schwert. Oh, das falsche Schwert. Scheiße. Oh, ich bin wahnsinnig, ey. Oh, jetzt kommt er hier schon wieder hin. Oh, jetzt hat er mir das schon wieder weggenommen. Das gibt's doch gar nicht. Oh, nein, nein, nein. Oh, Alter, ich verliere die ganze Zeit das Schwert. So ein Spaß. Jetzt, jetzt, hau um gegen. Oh, ich krieg das nicht hin, ey. Was noch mal los? Oh, jetzt hab ich getroffen. Shit, 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 shit. Oh nein. Oh, oh, oh. Jetzt hab ich ihn. Nee, doch nicht. Scheiße. War schon weg wieder. Oh Mann. Das war echt. Das war echt ein mega Kampf. Oh.
Jetzt! Oh, jetzt bist du dran. Jetzt hau ich den Arm ab. Ja. Zack, kein Arm mehr, du Affe. Okay. Ich kann das nicht. Ich komm da nicht ran. Ich kann ihn nicht ranziehen. Ich reiß dem Schläger den Kopf. Ich bin nicht. Ich komm da nicht ran. Der geht nicht. Der macht das nicht. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich glaube, es ist, weil er hier direkt an der Wand sitzt. Ach, das ist doch kacke. Oh, da hauen wir ein bisschen drauf. Ich hab das. Oh, Mist. Oh. Okay, das war's anscheinend. Von der Seite hätte man hauen sollen. Wow, das war gut. Mein Bruder und ich in Ägyptus gelandet. Bei einem Ägypter, der gut kämpft. Irgendwie noch besser Griechisch versteht. Aber das ist nur eine Hülle, nicht wahr? Ein sterbliches Gefäß. Aber ein beeindruckendes. Und was hat mein Bruder? Ah, sieh an. Der Meisterschwertkämpfer selbst. Ja, hütet eure Zunge, Paul. Da ist er ja der dicke Sack. Das Schwert dabei, das euer Leben rettete. Und was habt ihr im Gegenzug versprochen? Naja, dass ich für immer in seiner Schuld stehe. Castor, ihr habt nichts gelernt. Einem Fremden zu vertrauen, brachte uns in diese Höhle. Seht in seine Augen, er ist... Nicht von hier, ja, ich weiß. Warum machen wir nicht? Flüstern die Spinner. Das ist nur folgendes, weil ich mit dem rauszufinden, auf unserer Seite ist. Ich kann nichts hören. Was reden die denn da? Affen. Also gut. Hinfort. Mit allen Vorwänden. Na, okay. Also, geht doch. Fremdling, wir sind nicht aus diesem Reich. Und ihr seid es trotz dieser Verkleidung auch nicht. Falscher Knopf. Gewährt uns Unterschlupf und wir teilen unsere Jagderfahrung mit euch. Obwohl er mit dem Schwert nichts anfangen kann, ist mein Bruder bei der Jagd ein Gewinn. Schwelgen wir für einen Moment in diesem seltenen Kompliment. Und schon ist er vorbei. Eine kleine verstopfte Nase hat er. Zusammen finden wir vielleicht unseren Weg in diesem fremden Land. Die Krämen, wie sie kann die Hand nicht greifen. Ich konnte gerade schütteln, jetzt geht's nicht mehr. Hä? Warte mal, ich drück doch da. Da leuchtet das und jetzt kann ich nicht greifen. Hey, wieso geht denn das nicht? Hallo? Das funktioniert einfach nicht. Nimm meine Hand. Ja, ich will deine Scheißhand ja nehmen. Hä? Jetzt. Okay, und jetzt schüttel ich. Aber es passiert nichts. Wie oft muss ich ihn schütteln? Hände schütteln liegt euch wohl nicht. Was? Nichts. Wenn wir uns einig sind, zeigt mir den Weg, denn ich möchte diesen Ort nur noch verlassen. Na, das sind ja Highlights. Also ich konnte überhaupt nicht die Hand geben. So ein Kack. Also ein bisschen ab und zu nervt mich das, wenn das nicht funktioniert, wie es soll. Dann macht es keinen Spaß. Ist einfach so. Ach, haben wir die jetzt mit hierher genommen? Ja, wahrscheinlich, ne? Ich kann ja mal gucken, ich könnte sie, glaube ich, nur wegen diesem... Doch, warte mal, ich müsste sie doch jetzt nach diesem Adler fragen können, oder? Wisst ihr diesen Adler, der verletzt war? Geht das jetzt? Ich bin im Kampf geübt, aber ein Grab würde ich nicht schänden. Ja, aber sie sagt immer das Gleiche. Der Sterbliche, der auf euch wartet, scheint nicht solche Skrupel zu haben. Nee, hat er nicht. Ah, guck mal, wir können mal fragen. Diese beiden Brüder sehen beeindruckend aus. Das stimmt. Ich kann sie trotzdem besiegen. Sie ist geil. Typische Amazone, ey. Ich bewache Horus mit meinem Leben, weil er für das meine kämpft. Genug, um zu wissen, dass unvorbereitet auf die Jagd zu gehen gefährlich ist. Sprich mit den beiden Brüdern. Sie müssen etwas wissen. Ach, stimmt. Ich kann mit denen reden. Ich werde euch im Auge behalten. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Ah, da. Dann würde ich rechts rumgehen, weil wir sind bestimmt da bei dem Händler. Mhm. Haben die sich hier irgendwo niedergelassen? Ja, ah, guck mal, hier sind die. Da, Mitreisender! Ihr habt euren Teil der Abmachung eingehalten. Ein Unterschlupf bei den Händlern. Ah, das schauen wir uns jetzt an. Fast wie zu Hause. Was, Bruder? Wir haben eure Maskerade durchschaut. Und ihr ganz offensichtlich auch unsere.
Aus dem großartigen Griechenland. Ach, selbst guckt euch das an. Konnte uns nicht halten. Ah, noch eine Skorpionhöhle. Wir haben freiwillig unsere Gottheit und unsere Heimat aufgegeben. Ein kleiner Preis für das, was wir gewonnen haben. Mein was Bruder habt ihr denn gewonnen? Ist ein Schurke und ein Lügner. Ich könnte mir keinen besseren wünschen. Ich schon. Einen, der ein Schwert schwingen kann. Aber ich kann viel bessere Fallen stellen als die, in die wir in dieser verdammten Höhle geraten sind. Kommt, ich werd's euch zeigen. Oh, jetzt zeig mal. Ach, guck mal, neue. Ah, ist ein neuer Händler denn sozusagen, ne? Reden wir mit ihm. Oh, was machen wir nun? Ich frag mal, ob er das von einem Falken weiß. Ein exzellenter Jagdvogel, langlebig. Ich habe genug Zutaten aus Griechen. Vielleicht könnte euch ein neues Spielchen bei der Jagd helfen. Oh, was machen wir? Arzneiköder. Es gibt nichts Besseres für die Heilung von Falken. Seid vorsichtig. Die Zutaten aus Griechenland reichten nur für eine kleine Menge. Ach, guck mal, dann können wir jetzt diesen Falken da das geben. Und dann haben wir den gerettet. Was hat er denn so da? Pilzomelett. Blättrige Fleischpastete. Das gibt 20% erhöht. Für den Verzehr zum Mund führen, klar. Okay, hier kann man ein paar Sachen kaufen, wenn man... 5% alle 2 Sekunden. Ja, okay. Ihr überlasst mich meinem Bruder. Er sieht aus wie Zangief von Street Fighter 2. Kennt ihr den? Diesen Russen? So ein bisschen sieht das aus. Was hast du denn da so? Ihr wollt mir. Ich möchte lernen, wie man Fallen schlägt. Ach so, das sind Köder. Ah, guck mal. Die Köder können wir benutzen dafür. Das ist ja auch nicht verkehrt. Können wir hier so ein paar Köder. Was hat er denn da so für Köder? Okay. Ja, brauche ich jetzt aber nicht unbedingt. Mache ich jetzt keine von. Das kann man nachher mal machen irgendwann. Worum geht es? Du wolltest mir doch irgendwas geben, hast du gesagt. Ja. Da. Achso. Nehmt das. Ein Geschenk, ich nehme sie zurück, wenn ihr weiterredet. Castor hat kein Interesse, also werdet ihr ohne uns fischen. Okay. Kommt meinetwegen wieder und berichtet, wie es euch damit ergangen ist. Vielleicht. So, was haben wir bekommen? Eine Angelrute, okay. Und noch viele Köder. Oh, da bin ich mal gespannt, was wir angeln können. Worum geht es? Da war noch, zeig mir, was du hast. Okay, er hat Fallen. Was hat er noch? Köder und ja, so typische Sachen vom Händler halt, ne? Okay. Ja, aber ich glaube, so viel machen wir jetzt gar nicht mehr. Ich würde sagen fast schon, dass das gewesen sein sollte. Denn den Falken machen wir beim nächsten Mal. Und ja, passiert hier vorne noch irgendwas? Sagt sie uns jetzt irgendwas, die Amazone? Ne, oh, wir können die Quest abgeben vielleicht hier. Warte mal, das machen wir doch schnell. Zucker einreichen, sehr gut. Oh, ein paar Heiltränke. Oh, die nehmen wir mal alle an hier. Oh, annehmen. Oh, einreichen. Genau so. Ah, guck mal. Das ist doch gut. Zutaten und ich zaubere euch ein Festmahl. Das ist doch perfekt. Genau so machen wir das. Ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss.